It is natural to die. Hallöchen und willkommen zurück hier bei Star Wars The Old Republic. Puh, wo war man jetzt noch stehen geblieben? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Was haben wir da? Vorbereitung? Reise nach Korriban. Okay, bin ich da schon hingereist? Ich weiß gar nicht. Schauen wir gerade mal, ob wir hier raus können. Schauen wir gerade mal, ob wir da sind. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Oh, wir haben noch ein paar ungelesene Nachrichten. Egal. Nee, wir sind in dem Fall noch nicht geflogen. Okay, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt einfach wieder zurück und wir fliegen nach Korriban. Denn wir sind hier im Balmora ja letztes Mal fertig geworden. Dann ist das schon in Ordnung, denke ich mal. Wir müssen auch von der Quest her sowieso weg. Scheiße. Das ist uncool. Es gab jetzt auch ein Patch, 5.10.1. Welche Neuerungen da jetzt genau sind, spielt für mich keine Rolle, da ich ja nicht im Endgame bin. Von dem her braucht man das hier auch gar nicht groß anmerken. Puh, das war jetzt wieder Zeit, dass man uns hätte sparen können. Naja, egal, gehen wir wieder zurück. Gehen wir nach Korriban. Ich klicke eben mal unseren Camp an. Oh. Okay. Kann man nicht wegklicken, das ist ein bisschen doof. Bisschen sehr doof. Ist immer wieder eine gute Aufnahme hier, direkt am Anfang. Eigentlich bin ich eher ein bisschen, was soll ich sagen, genervt, sauer. Es geht um Artikel 13, ne? Das ist echt eine Frechheit, dass das jetzt durchgeboxt wurde, also beziehungsweise es wurde dafür gestimmt. Die richtige Unterschrift oder halt die richtige Verhandlung ist erst im Ende April, nein, Ende März, Anfang April, so war das genau. Ja, ich habe überlegt, ob ich ein Infovideo mache, aber es gibt schon so viele. Da muss ich mich jetzt nicht noch einklinken. Das Einzige, was ich hier am Start noch sagen kann, ist einfach, wenn ihr die Petition noch nicht unterschrieben habt, dann tut das. Wirklich. Die 5 Millionen müssen wir einfach knacken. Die 6 Millionen wäre noch besser. Der Witz ist einfach, es wurde vorgelegt und die haben einfach einen Scheiß drauf gegeben auf diese Petition und ist alles noch viel schlimmer geworden. Der Upload-Filter, ne? CDU, nie mehr CDU, jetzt ohne Scheiß jetzt, nie mehr dieser Drecksverein. Ganz ehrlich, im Koalitionsvertrag steht drin, kein Upload-Filter. Und ey, dieser Voss oder wie der heißt, ne, ein richtig, boah, sorry, aber mit dem kann man echt nicht reden. Das ist kein, wir reden hier nicht von Filtern. Nein, ihr redet nicht von Filtern. Upload-Filter ist kein Filter, ihr Arschlöcher, ey. Echt. Euch will ich nie wieder und ich hoffe, ganz viele werden es auch nicht tun. Mir scheißegal, ich wähle die Piraten oder wenn ich auch der Piratenpartei eintrete, so. Ganz einfach. Also ich finde es eine Frechheit, was da abgezogen worden ist. Echt eine Frechheit. Ja, wir fliegen jetzt mal nach Korriban, bevor ich hier noch ausschweife und stinksauer werde. Boah, das ist also... Ich weiß nicht, gestern Abend, ich bin echt explodiert. Musste ich jetzt erstmal quatschen? Nein. Nee, ist auf jeden Fall echt eine Frechheit. So, wie gesagt, unterschreibt die Petition. Wenn ihr es schon getan habt, dann teilt die Petition, dass es wirklich jeder macht. Klärt die Leute auf, dass sie dazu stimmen sollen. Und dann am 23.03. sind Demos europaweit. Wenn ihr auch eine veranstalten wollt in eurer Stadt, wenn da gerade keine ist, dann schreibt
die Leute an, die die Demos veranstalten. Die werden es in die Wege führen und ihr werdet auch Banners und alles Mögliche bekommen. Ich werde den Link jetzt auch unten nochmal verlinken. In jedem Video mache ich das jetzt, wo ihr die Petition unterschreiben könnt bei change.org. Und auf der Seite sind dann auch alle Links verteilt. Ihr könnt auch die Abgeordneten anschreiben. Alles, es gibt genug Videos, schaut es euch an. Ich werde den Link auf jeden Fall runtersetzen. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ich will es auch nicht vergessen, weil das ist sehr wichtig. Ne? Das sind die Sachen, die ihr machen könnt. Geht zu den Demos, schreibt den Abgeordneten an, also die, wo halt dafür sind. Umso mehr die da haben, umso besser. Natürlich in eigener Schrift, nicht irgendwas kopieren, weil das landet da eben Spam-Ordner. Schreibt von mir aus auch die Abgeordneten an, die dagegen sind. Vielleicht kann man da der ein oder andere noch umpolen. Wer weiß da schon, ne? Und wie gesagt, Petition, ne? Macht das. Wirklich. Macht das. Wir haben da verloren. Muss man ehrlich zugeben, wir haben verloren, aber der Krieg ist noch nicht vorbei. Wir werden bis zum Schluss kämpfen. So, das war es jetzt mal mit Artikel 13. Will auch gar nicht mehr dazu eigentlich viel sagen, weil es mich einfach nur noch wütend macht. Ich habe ja Herr Newstime oder wie er heißt, da habe ich ja live auch geguckt und boah, ist mir so, boah, glaubt's nicht, wie mir da ein, mir ist bis zum Hals gestanden. Gronkh, der hat sich auch mega aufgeregt, fand ich voll cool, der hat im Newstime auch 500 Euro gespendet. Gronkh, du bist einfach der Beste, so kann man sagen, was man will, das ist einfach krass. Ne? Wirklich, informiert euch und macht und tut alles, bitte. So, Korriban, was müssen wir denn eigentlich hier machen jetzt? Wenn ich es nur wüsste, ne? Betritt Lord Kira Kreuzes Festung oder so. Na gut, da sind wir wieder an unserem Startpunkt angelangt, wo alles begonnen hat. So, mehr sage ich jetzt nicht dazu. Widmen wir uns hier Star Wars. Es gibt ja auch so eine Star Wars Convention, da wird BioWare und so auch vertreten sein hier mit Star Wars The Old Republic. Vielleicht kündigen die da auch 6.0 an. Und vielleicht dann auch mal richtig, ne? Auch mit Contents versorgen. Wieso wackelt und schlappelt das schon wieder so? Stimmt, weil ich keine Fensteraufnahme habe, sondern Game-Aufnahmen. Letztes Mal hat es wunderbar funktioniert, die letzten zwei Aufnahmen. Hab keinen Bock mehr auf Hagelig hier. Vielen Dank. Was war das jetzt? Oh. Oh, ich muss ja da hochgehen. Okidoki. Was sind wir denn da? Ah, okay, wir können jetzt auch da rein. Wo konnten wir letztes Mal nicht? Los geht's. Betritt Lord, okay, die Festung. Ah, okay, da müssen wir auch hinfliegen. Krass. Dann fliegen wir mal, wa? Da sind wir schon. Okay. Keine Ahnung, wo es uns da jetzt hinführt. Okay. Okay, die wollen alle eins auf die Mütze, dann kriegen sie auch alle eins auf die Mütze, würde ich sagen, ne? Kommt her, ihr seid alles nur Anwärter, ich bin schon längst was viel Besseres. Schaut mich doch mal an.
Was willst du, mein Freund? Okay. Ist noch mal einer? Ein Schüler, aber ein Schüler kann uns ja auch nicht wirklich was antun. Weg vom Fenster. Widmen wir uns direkt dem nächsten hier. Hat gedacht, er kann ein paar Schüler hier als Wachen opfern. So, da ist er, der Lord Kreuzes oder wie er heißt. Und ich dachte, die Sith seien sich zu schade für kleine Einbrüche. Was würde wohl eure Meisterin denken, wenn sie wüsste, was ihr hier treibt? Oder hat sie euch am Ende selbst um diesen kleinen Gefallen gebeten? Natürlich hat sie das. Eure Maske. Sesh will sie haben. Sesh hat doch ihre eigenen Spielsachen. Wozu braucht sie da meine? Eure Meisterin und ich haben unsere Differenzen. Aber das hier ist nicht ihr Stil. Das Risiko, erwischt zu werden, ist zu hoch. Und die Ausbeute zu gering. Das hier trägt die Spuren eines Schülers. Wenn Darth Tanaton davon erfährt, werdet ihr bestraft. Der erfährt nichts davon, ne? Wer soll ihm denn davon erzählen, wenn ihr tot seid? Ihr nehmt den Mund ganz schön voll. Dann wollen wir doch mal sehen, was ihr wirklich könnt. Würde ich sagen, zeigen wir es mal, ne? Wir sind doch eine Maschine. Also, nicht in echt, aber wir sind eine Maschine. Los geht's. Oh, der hält nichts aus. Was ist denn los mit dem? Der hält sich echt für ganz cool. Lord, keine Ahnung, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. So, das war's schon mit dem. Kleiner Arsch. Auf Wiedersehen, Lord Kreuzes, und danke für das Artefakt. Goodbye, my lover. Dankeschön, das war's schon. Nice. So, dann nehmen wir den Schiffsflottenpass. Ah, nee, dann landen wir wieder am Arsch der Welt. Nicht so geil. Nicht so geil. Sag mal, gibt's denn da einen anderen Pass? Ah, wir können übrigens, habe ich letztes Mal gemacht, man kann ja schneller verfliegen. Nee, fliegen ist nicht eigentlich, ne? Reiten, fliegen. Mountain. Na egal. Kann man da irgendwie eigentlich, kann man oder kann man nicht? Notfallflottenpass. Nee, das nicht. Ich will direkt auf mein Schiff. Geht das nicht? Scheiße. Aber wenn ich jetzt hier, ich könnte ja direkt, ja komm, machen wir einfach. Wäre zwar jetzt gerade da unten gewesen, aber egal. Gehen wir zurück zum Schiff. Ja, ein bisschen schneller sind wir schon unterwegs, aber viel macht es eigentlich nicht aus. Waffenhändler, okay. Was haben wir denn da? Ich habe gerade bemerkt vorhin, dass ich ja mein Abo gar nicht mehr verlängert habe, weil ich verlängere nicht monatlich. Ich tue immer dann mal einen Monat verlängern, ne? Aber ja, egal. Irgendwie merke ich gerade nicht, dass ich irgendwelche negativen Nachteile habe, so rum. Warum sind da eigentlich schon wieder welche? Wir haben doch alle gemacht. Naja. Einen Moment, ich habe mal ganz kurz hier bei der Aufnahme was umstellen. Momentchen, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder und weiter geht's. Dein Schiff. Komm direkt zu meinem Schiff liegen, das ist sehr gut. Ja, ich habe jetzt kurz die Aufnahme umgestellt auf Bildschirmaufnahme. Ich glaube, so läuft es irgendwie besser, warum auch immer. Also ich hoffe es jetzt zumindest. So, da sind wir auf unserem Schiff. Und dann reden wir mal mit Sesh, ne? Ich habe mir erlaubt, ihr Quartier neu zu streichen. Schülerin, ich weiß, du bist sehr beschäftigt, aber ich muss mit dir sprechen. Ich hatte eben erst einen äußerst erstaunlichen Traum, der dich betrifft. Ähm.
Ihr denkt immer an mich? Ihr kriegt mich einfach nicht aus dem Kopf, was? In dem Traum konnte ich die Stärke der Macht sehen, die dich durchfließt. Armeen der Jedi haben sich gegen dich erhoben und sind vor dir gefallen. Es ist das Artefakt. Es muss es sein. Das Artefakt wird dir diese Macht verleihen. Ja. Ich habe Arbeit vor mir. Dann sollte ich mir diese Artefakte wohl besser holen. Es scheint, als wären nur bestimmte Individuen in der Lage, das Ritual der Artefakte durchzuführen. Ich glaube, dass die verbleibenden Artefakte auf Tatooine und Alderaan sind. Du musst dich beeilen und sie finden. Die Artefakte sind der Schlüssel, um deine Bestimmung zu erfüllen. Ja, wieder mal kurz angebunden. So, das bringt uns alles nichts. Schade, den können wir dir nicht anziehen. Du erhältst langsame Erfahrungspunkte. Kauf einen Schubgegenstand im Kartellmarkt oder werde noch heute Abonnent, um schneller... Ja komm, ist eh egal. Egal. Ich glaube, Cam will etwas von uns. Quatschen wir mal kurz mit dem. Was? Reise nach Tatooine und Reise nach Alderaan. Okay. Wenn ich jetzt live bin, kann ich fragen, was ich machen soll. Naja, ist egal. Warpines Brigan Iswis Buidan. Kann ich helfen? Tut mir leid, dass ihr aufgebracht seid. Wollt ihr mir sagen, wieso? Inai aftwan nida sik in varmarbali votos. Wair paba fraujens in alama patai galakai in alama amainai. Vielleicht war er es nicht? Diese Kreatur kann im Prinzip doch jeder gewesen sein. Marswe Godzai Akran, Bayrowandans Ja, Wanjantans in Ufkunpa. Mai in Andwarp Fajibwai. Nibatai Ufaro Wisandan, Suare Kanidede. Jo, wahrscheinlich schon, ja. Und jetzt fällt mir ein, ich habe schon wieder nicht geschaut, was ich eigentlich. vier Berufe lernen soll. Gut. Dann würde ich sagen, ja, was machen wir jetzt? Gehen wir nach Alderaan oder gehen wir nach Tatooine? Tatooine? Halt die Frage, wa? Das Geheimnis der Jedi? Gute Frage, wa? Gehen wir erstmal nach Tatooine? Gehen wir erstmal nach Tatooine, ne? Tatooine sieht, glaube ich, wie viel? 22,793 Parsecs. Okay. Los geht's nach Tatooine. Sehe, hast du es nach Tatooine geschafft. Kein besonders schöner Ort. Aber vertrau mir, das Artefakt ist zum Greifen nah. Du musst den Piraten Andronikos Revell finden. Er sollte mit dem Artefakt vertraut sein. Erzähl mir von ihm. Wer ist dieser Andronikos Revell? Und welches Interesse pflegt er an Sith-Artefakten? Er war früher ein Pirat und das Artefakt war seine Beute. Er hat das Artefakt aus einer alten Sith-Ruine gestohlen. Aber seine Crew hat es ihm bei einer Meuterei abgenommen. Ich habe einen Kreuzer zur Bergung des Artefakts geschickt, aber sie konnten nur den halb durchgedrehten Andronikos in einer Rettungskapsel finden. Wir haben ihn eine Weile im imperialen Gefängnis schmoren lassen und ihn dann freigelassen. Seitdem jagt er seine Crew und wir sind ihm auf den Fersen. Ja. Dann ist er euer Spion? Weiß dieser Andronikos, dass ihr ihn benutzt, um an das Artefakt zu gelangen? Spielt das eine Rolle? Er bekommt, was er will. Rache. Und wir bekommen, was wir wollen. Das Artefakt. Normalerweise schlägt er ohne Verzögerung zu. Aber auf Tatooine ist irgendetwas anders. Es dauert nun schon Wochen. Ich glaube, dass Andronikos den Anführer der Meuterei gefunden hat und damit auch das Artefakt. Finde Andronikos und alles wird sich klären. Ich muss nur wissen, wo der Spaß wartet. Das weiß ich nicht genau. Andronikos muss durch den Raumhafen gekommen sein. Sprich mit dem Hafenmeister. Viel Glück. Denk daran, dass dich jeder Schritt deinem wahren Potenzial näher bringt. Nice.
Gut. Dann auf nach Tatooine. Ist halt ziemlich sandig hier, ne? Muss man halt mal sagen, aber trotzdem noch relativ okay. Halt trocken, aber okay. Kann man mal hin. Diese Ladezeiten immer. Schlimm, schlimm. Sehr schlimm. Kommt schon. Los geht's. Da sind wir. Okay. Willkommen auf Tatooine. So, dann gehen wir jetzt in den Aufzug. Nicht gerade so viel los hier. Ja, werfe ich schon nach Tatooine. Hier gibt's ja nichts. Gut, 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 gut. Irgendwie sehen alle Hafen immer gleich aus, so, ne? Habt ihr schon mal von einem Piraten namens Andronikos Revel gehört? Wantahumpa, Murirava, Fupa, Jibampawula, Patogawata, Kiko, Uba, Kiliwata, Buki, Donko. Versuchen wir es nochmal. Ich mag es nicht, wenn man mich belügt. Kuntachuta, Kasuyali, Kulira, Kanki, Kung. Chobet I kaufst du an, Dile Jihulo Kuta. Boah, ich glaube, das ist ja unsere Sache, ob wir mit ihm was zu tun haben wollen oder nicht, ne? Das entscheidet jemand anderes. O Grani Tampio da Pushi Wumpa, Putula Musta, Wumpa Hupa, Jikilia Umpasa do Biska, Yinga Yinga Kijita, Nimni Tanu, Alelo Kwekuta. Okay, da haben wir schon mal ein paar Informationen bekommen, wo er sich eventuell aufhält. Was ist denn das eigentlich hier? Wahrscheinlich hier Infoschalter oder registrieren oder Abreise, irgendwie sowas. So, Fähnrich Sarinte will auch was von uns. Willkommen auf Tatooine. Wenn ihr einen Moment wartet, kann ich euch den Weg zum Forschungszentrum beschreiben. Das muss eine Verwechslung sein. Ihr seid... Entschuldigt, mein Fehler. Ein Großteil des imperialen Verkehrs, der hier durchkommt, ist für die archäologische Expedition reserviert. Sicherheitssysteme, wissenschaftliche Ausrüstung, sie sagen mir nicht wofür. Wenn ihr länger hier verweilt, solltet ihr mit Captain Gola sprechen. Wir möchten uns nicht in Sith-Aktivitäten einmischen. Na. Ihr würdet meine Absichten hier nicht verstehen. Verstanden. Ich werde mein Bestes tun, euren Wünschen entgegenzukommen. Hoffen wir's doch. Gut, weiter hier. Jetzt lass mal wegmachen hier. Alderaan, das brauchen wir jetzt nicht. Hier sind wieder Haar wahrscheinlich dann gehen wir nicht hin. Wie sieht's denn aus? Ich glaube, wir sollten... Oh, wir haben noch ein bisschen was zu öffnen. Okay, immer noch so viel Zeug. Haben wir das alle noch nicht geöffnet, oder wie? Vielleicht doch mal in meine Kiste legen. Lass mal das mal. Das ist... Nee.
Ach, was weiß ich. Das kann man leider auch nicht anziehen. Ich sowieso nicht, weil... Wir können keine Kopfsachen anziehen. Würde ja nicht gehen. Mit unserer Mähne oder was immer das auch ist. Hautfetzen oder was. Schwanz. Schwanz auf dem Kopf. Dann gehen wir jetzt da rein.